Hallo Friends und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Freitag. Ich fahre gleich zum Friseur. Ich sehe irgendwie ein bisschen fertig aus, oder? Ja, es geht eigentlich, aber Schlaf ist momentan ein ganz wildes Konzept. Ich fühle mich irgendwie auch richtig schwach, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich seit 15 Tagen durchgehend zum Sport gehe. Aber naja, heute geht es zum Friseur. Dann werde ich mich wahrscheinlich ein bisschen in Starbucks setzen und arbeiten. Habe ich schon gesagt, dass es Freitag ist? Ja, es ist Freitag, aber ich mache heute halt dann auch nicht mehr viel. Also, Friseur arbeiten ist jetzt schon so 12 Uhr irgendwas. Das ist mein. Das Licht schon wieder. Outfit. Sehr, sehr casual heute. Sehr gemütlich. Ist auch irgendwie nicht so warm. Hier, ich glaube, es sind 20 Grad oder so. Naja, ich war gestern auf jeden Fall seit langem mal wieder abends im Gym. Weiß nicht, ob das ein Vibe ist. Geht ihr lieber morgens oder abends? Ich weiß es nicht. Ich glaube lieber morgens, weil wenn ich morgens nicht gehe, dann fühle ich mich den ganzen Tag schlecht, was auch nicht gesund ist, aber naja. Genau, in diesem Video, ich werde ein bisschen vloggen. Ich hoffe, ich denke dran. Und ein bisschen über meine Sommerpläne reden. Aber dazu später mehr. Ich fahre jetzt gleich erstmal los zum Friseur. Aber nur Spitzen schneiden. Weil eigentlich mag ich es gerade ein bisschen länger. Ja, aber gerade ist eine komische Länge. Deswegen ein bisschen Spitzen schneiden. Ich frage mich auch, ob ich wieder blonder machen soll, aber irgendwie mag ich dieses dunklere Blond. Es sind schwierige Entscheidungen momentan auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt demnächst erstmal weg bin, wahrscheinlich lasse ich meine Haare dann erstmal so, wie sie sind. Ja, see you. Gym ist dann, Leute. Also ich habe mich eigentlich wie shit gefühlt und habe nochmal Lisa gefragt und Lisa meinte, mach Rest Day. Dann habe ich aber Instagram gefragt und Instagram war so, nee, geh ins Gym. Jetzt war ich im Gym, habe ein bisschen Cardio gemacht, bisschen Core. Yeah, that's it. Hab noch telefoniert im Gym, auch wild. Was ich halt immer praktisch finde, oh, das Licht, das ist echt unterirdisch, ne? Was halt immer praktisch ist, ist, finde ich, wenn man auf dem Laufband ist und irgendwie noch was am Handy arbeiten kann. Oder Duolingo machen, Leute, Duolingo. Okay, ich melde mich zurück, das ist nicht, das ist wirklich bodenlos. Okay, ich bin back, Leute, ich war eben kurz bei McDonald's, also ein bisschen ehrenlos, weil ich identifiziere mich nur mit McDonald's. Also, das ist wirklich einfach nicht der Vibe. Aber ich hatte irgendwie Lust auf Milchshake und Froyo. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt Froyo haben. Also ich muss ja sagen, auch Milchshake, also diese Pappstrohhalme, Umwelt gut und so, aber bitte lass dir was anderes einfallen, weil es ist echt bodenlos, die weichen immer auf. Gleiche bei Starbucks heute, also echt bodenlos. So ein Oreo-Shake geholt. I don't know. Also ist okay, aber ich muss sagen. Leute, Five Guys. Das ist das neue Ding für Shakes. Und Froyo. Ja, okay, weiß ich nicht. Okay, was will ich erwarten? Es ist Freitagabend 22 Uhr. Dafür ist es okay, denke ich. War jetzt im Gym. Vielleicht denke ich morgen dran zu vloggen mit Lisa. Hallo, ja. Friends. Es ist the next day. Samstag. Ich war im Gym. Ich habe gearbeitet. Ich habe hier aufgeräumt, weil es sah ganz schlimm aus. Also, ich glaube, es war. Ich habe so die ganze Woche Geschirr gesammelt und so. Ja, lieben wir. Aber jetzt ist es langsam ordentlich. Ist auch wichtig, weil ich fliege ja auch bald. Ich will nicht so ein Mess hinterlassen. Ja, ich habe eben einen Brief geschrieben, zwei Seiten. Leute, Briefe, ich sag's euch, Briefe sind so süß, oder? Also, ich sollte wieder mehr Briefe schreiben. Ja, ich bin Fan von Briefen. Genau, das ist der Look. It's giving LA, ich hole mir einen Kaffee-Vibes. Ja, ich fahre jetzt bald zu Lisa. Wir kochen was zusammen, verbringen Zeit zusammen, enjoyen unser Leben. Ja, und
Übrigens, ich habe überlegt, wegen englischen Videos, also wie ihr seht, jetzt Deutsch. Ich dachte mir, vielleicht mache ich die Englisch, wenn ich quasi so eher jetzt mit Leuten unterwegs bin, mit denen ich Englisch spreche, dass ich dann Englisch vlogge, weil ich dann ja auch selber Englisch rede mit denen. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht ist das ein Ding. Weil ich fliege jetzt seit Dienstag erstmal weg, ich weiß noch nicht wie lange, erstmal nach Spanien und wir wollen wahrscheinlich noch nach Italien, also ich fliege jetzt nach Alicante und wir wollen vielleicht noch nach Italien und noch ein bisschen Spanien reisen, aber ich will jetzt auch gar nicht so viel ankündigen, bevor ich dann am Ende nichts mache. Aber, also eigentlich wäre echt cool, wenn ich da mal vlogge und dann vielleicht auf Englisch. Das ergibt vielleicht auch mehr Sinn dann. Ja, aber let's see. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Sommer. Ursprünglicher, wir können jetzt mal kurz einen Sommertalk machen. Wo machen wir das am besten? Hier. Ist das ein Ding? Ist das Licht gut? Weiß ich nicht. Ja, ist okay. Ursprünglicher, okay, ich glaube, es ist überbelichtet, aber ja, wir nehmen, was wir kriegen können, ne? Ursprünglicher Sommerplan war ganz ursprünglich, komisches Wort. Also Anfang des Jahres waren Lisa und ich so, oh mein Gott, wir fliegen nach New York, wir machen das, bla bla. Ja, Realität, wir haben beide nicht wirklich Geld dafür. Beziehungsweise ich habe mein Geld einfach anders ausgegeben. Und Lisa investiert ihr Geld gerade, deswegen schwierig und es war jetzt auch nicht mehr so der Vibe. Also klar, wenn wir jetzt das Geld übrig hätten, dann ja, aber sonst waren wir erstmal so, okay, vielleicht ein bisschen abwarten. New York steht auf jeden Fall auch nochmal oben auf der Liste, aber dann dachten wir so, okay, vielleicht nehmen wir uns einfach vor, diesen Sommer allgemein so einen kleinen Trip zu machen. Und ich wollte unbedingt nach Paris, aber es war alles bodenlos teuer und dann haben wir so ein bisschen geguckt, es war alles echt unnormal teuer. Lisa arbeitet gerade auch noch. Ja, deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir gucken spontan, wo es hingeht. Und ja, legen uns jetzt vielleicht nicht auf den Sommer fest, sondern sagen, dass es ein Jahrestrip wird und dass wir dann vielleicht auch erst im Oktober oder so fliegen. Weil es dann auch günstiger ist und wenn wir dann zum Beispiel irgendwie günstiger fliegen können und Hotel und so und dann ist vielleicht auch Paris drin. Boah, ich will echt nach Paris nochmal. Ja, aber das ist der Plan. Also das war dann, also ursprünglich war New York der Plan, dann war irgendein Trip der Plan und jetzt, ja, ich überlege, ob ich Lisa irgendwie, wenn ich in Spanien bin, für ein paar Tage quasi einfliege. Also es klingt ein bisschen dumm, aber ob ich quasi mit ihr abspreche, dass sie für ein Tag, paar Tage vorbeikommt. Ich weiß aber noch nicht selber, wie ich da so am Reisen bin. Deswegen, ja, also ich weiß noch gar nicht, was jetzt ansteht, aber ein bisschen Spanien und Italien ist der Plan. Ich möchte jetzt auch noch nicht viel sagen, wie gesagt, bevor ich dann doch nicht reise. Ich hätte auf jeden Fall Lust. Stimmt, ich bin ja auch noch, ich bin eigentlich auch noch nach Sizilien eingeladen. Aber muss ich auch mal schauen, ob ich da überhaupt, ob ich das dahin schaffe, sage ich mal. Ja, ich würde eigentlich noch mal gerne nach Rom, aber Rom im August ist echt ehrenlos warm. Also wenn ihr nach Rom wollt, Leute, nicht im August. Ja, habt ihr letztes Jahr gesehen. Ja, ansonsten, ich denke auch Sommer so ein bisschen, also ruhiger, also ein bisschen europamäßig und keine Ahnung. Ich hatte irgendwie echt Lust mal weiter weg. Vielleicht aber eher dann so Tendenz Anfang nächstes Jahres oder so. Ja, das ist so der Plan. Ich weiß selber alles nicht. Es ist momentan so, ich bin überfordert, es passiert so viel, aber ich gehe einfach mal mit dem Flow und nehme das alles mit. Und das Gute ist ja, dass ich so flexibel bin, deswegen, why not, ne? Also, ja, so viel dazu. Falls ihr irgendwie Sommerpläne habt, lasst es mich doch gerne wissen. Oder falls ihr so eine gute Empfehlung habt, wo man hin kann, ja, let me know. Okay, bis später. Warum Matratzen, Emma? Wie kommst du auf Matratzen? Kennst du nicht die Emma-Matratzen? Oh, doch. Ja, deswegen. Oh mein Gott. Sieht irgendwie absolut bodenlos aus. Also das sieht schön aus und das sieht bodenlos aus. Und Tahini auf alles. Oh mein Gott, ja. Sieht einfach so aus. Das ganze Bild. Ich wünschte, ich würde auch mal so shredded sein. Ich bin müde. Ich packe meine Gym-Sachen, fahre ins Gym. Und dann sollte ich anfangen zu packen.
Also ich habe irgendwann schon mal die Koffer hingelegt und so Packing Cubes. Ich habe mir zwei Koffer gebucht, aber einen, also einen kleinen, einen großen. Ja. Und dann geht's heute Abend los. Also halt Nachmittag. Irgendwie ist ja so Chaos an den Flughäfen. Deswegen gucke ich mal, wann ich losfahre. Kann in Hamburg auf jeden Fall so eine Webcam angucken. Ich habe gerade mal geguckt. Ist schon lang die Schlange, aber morgens habe ich gehört, es ist sowieso schlimmer als abends. Und ich stand schon mal an, als es so lang war. Und da hat es auch nur, ich glaube, 1,5 Stunden gedauert. Deswegen, ich bin zuversichtlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie Probleme gibt heute Abend. Naja, auf jeden Fall, ich werde heute noch dann packen und viel arbeiten. Ich habe irgendwie noch viel zu tun. Ich wollte jetzt auch eigentlich viel schaffen, bevor ich da bin. Aber ich glaube, ich werde da auch viel arbeiten. Ja, danke fürs Anschauen. Ich hoffe, ich werde irgendwie demnächst in Spanien vloggen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr da irgendwie Lust drauf habt. So Spanien, Italien, irgendwas Vlogs. See you.